Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtfilmabend. An diesem herrlichen Novembertag. Und ich hoffe, gleich geht's weiter. Eigentlich dachte ich, dass während ich hier Begrüßung mache. Jetzt. Okay. Ist ein Shuttle abgestürzt. Das könnten wir mal auseinandernehmen, um den Kram zu kriegen. So, steht da nämlich immer noch dumm rum. Wenn die ganzen Gräber ausgehoben für die Leute, die hier letztes Mal versucht haben, uns zu ärgern und unsere Gäste umzubringen. So, Nussi ist kein Bauarbeiter. Jefim, Carsten. So, wunderbar. Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion Nation der Bepe besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Waren zum Handeln dabei zu haben. Okay. Gucken wir mal, dass Carsten da hingeht. Wenn die nah genug dran sind. Irgendwie sogar Strand. Okay. Maulwurf. Tonjaga und schwarzer Koala. Okay, es sind auch wach jetzt. Okay. So, schauen wir mal, ob wir was verkaufen können hier. Sehr viele Nahkampfwaffen können wir verkaufen. Knüppel aus Marmor. Oh, so viel Geld hat er gar nicht. Mal gucken, ob der was, zu verkaufen hat. Hemmiken. Sonst noch was? Ein Pilum. Ja, Pilum wollen wir nicht. Dann behalten wir mal die Sachen, die noch gut in Schuss sind. Was ist denn genau hier so teuer? Also, Kräutermedizin können wir kaufen, okay. Knüppel aus Stahl. Ah, die Bögen. Sind wahrscheinlich genau Langbogen. Kurzbogen. Aha, hier wird's teuer. Okay. Normale Hose braucht kein Mensch, oder? Ja. So, das ist okay. Mit denen fast alles Geld abgenommen. Ein
bauen wir langsam unsere Mini-Geschütze wieder auf. Was ist... Die sind... Das ist, glaube ich, fertig hier. Sehr gut. Hier ist immer noch ein bisschen was, was entwässert werden kann. Oh, hier ist Stromausfall. Das ist das eine Geschütz, was noch heil ist. Und hier ist ein Stromausfall. Ja, gut. Und sie verlassen die Kolonie. Okay, haben wir hier den Kram noch liegen? Ja, wir haben natürlich hier den Kram noch liegen, weil keiner nimmt irgendwas mit, wenn er es kauft. Fitz, kannst du mal tragen hier. So. Der Chat. So, was wir auch brauchen ist, damit wir das noch verkaufen können, ist hier dieses orbitale Handelsbeacon-Gedöns. Jetzt ist der Raum zu breit. Psychische Beruhigung weiblich, okay. Nehmen wir mit. Ist bereits ein identisches Objekt, okay. Müssen wir dann halt so machen. Okay. Ja, super. Ist das nicht toll, dass die Fußböden endlich überall fertig sind? Bis auf bei Fitz im Raum. Aber das ist sowieso... Oh Gott. Pack dir die Leichen mitten in die Mitte hier. Kann mal einer vielleicht ein Grab graben? Ach so, drei Gräber sind schon fertig. Da wird sich langsam drum gekümmert scheinbar. Ah, Bench ist der Totengräber hier. Hier fehlt irgendwie ein Geschütz. Aber das vollkommen sicher ist die Killbox hier auch nicht. Die müssen wir vielleicht noch... oh Gott. Ist ja wieder die Stromversorgung abgebrochen hier. Da müssen wir vielleicht noch ein, zwei mehr hinstellen. Hier vielleicht, damit die gleich beschossen werden, wenn sie reinlaufen. So. Ja. Was machen die hier? Jetzt haben die Leichen hier ins Steinlager reingeschleppt. Zack. Und keine Leichen bitte hier drin. Das fängt doch nur an zu stinken. Wie geht's unseren Gefangenen? Rekrutieren, können die denn was? Wenn wir die rekrutieren, bräuchten wir vielleicht auch noch ein Zimmer für die, ne? Obwohl hier unten ist eins. Da ist ein Bett frei.
Ja, aber wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen noch ein Zimmer für den Fall, dass die sich hier dann anschließen. Und haben wir irgendwie Steine oder sowas noch? Sandstein haben wir noch, okay. Dann bauen wir mal eine Wand aus Sandstein. Und schon haben wir hier ein kleines Zimmerchen. Polarlicht. Ein wunderschönes Polarlicht erhellt den Himmel. Die wellenförmigen Farben heben die Laune aller, die sich draußen aufhalten und sorgen dafür, dass die Nacht etwas heller erscheint. Okay. So, Möbel. So, das können wir mal abreißen dann. Das Polarlicht ist vorbei. Okay. So, Temperatur. Dann brauchen wir wieder Bäume. Also Holz zum... Haben wir jede Menge Holz noch. Können wir Fitz vielleicht mal für die Waldarbeit einspannen hier. Tierpflege auf 2, so. Heiko hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen von einfacher Mahlzeit. Ursache verschmutzter Kochbereich. Ja, das ist dabei. Kerstin unterhält sich mit Ravera. Kerstin fragte Ravera über ihre Pünktlichkeit aus. Kerstin ermunterte Ravera, über Samenkörner nachzudenken. Kerstin gab Ravera eine Chance, Fragen über das Zähmen von Stinktieren zu stellen. Kerstin gab Ravera eine Chance, über Keulen zu reden. Kerstin fragte Ravera über ihr Aussehen aus. Kerstin redete mit Jefim über Sensen. Ja. Oh Mann. Ist schon ganzer Friedhof hier. Nur mit dem letzten Angriff. Aber scheinbar anders als in dem anderen Spiel. Kritischer Zusammenbruch. Heiko. Okay, was ist denn los mit mir? Starke Schmerzen, hässliche Umgebung, es ist Tag. Okay. Ja gut, du sollst ja auch schlafen am Tag. Ach je, was hat Carsten? Pessimist, unansehnliche Umgebung. Carsten hat eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Warum schläfst du nicht? Hallo? Bettruhe ist auf Priorität, also warum schläfst du nicht? Ah, eine Leiche ist noch übrig. Violettes Seepferdchen.
Weißt du was, wenn er die nicht bauen will, dann bauen wir halt Metallbetten. Oh, Carsten ist zusammengebrochen. Okay. Carsten hat seine Wut auf Nussi fixiert. Er wird Nussi verfolgen und beleidigen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war verrottende Leiche gesehen. Okay. Okay, Carsten läuft jetzt Nussi hinterher und beleidigt ihn. Das wollen wir nicht verpassen. Nussi und Carsten quatschen über das Tragen von Mützen. Was? Das ist doch nicht beleidigend. Die hauen sich. Carsten schimpfte hemmungslos über das Pflichtbewusstsein von Nussi. Nussi bezeichnete Carsten als Nerz. Das hat Carsten richtig wütend gemacht und er schlug zu. Nussi erzählte Carsten etwas über Senioren. Okay. Das war schon alles, scheinbar. Gut. Okay, offenbar hat Carsten Nussi am Oberkörper gebissen und ihm den Brustkorb gebrochen. Okay. Nuno stellt die Fallen wieder auf. Na gut, Nuno stellt eine Falle wieder auf. Hier ist er auch schon wieder. Keine Stromverbindung. Ah ja, das ist direkt hier dran. Sehr gut. So, dann stellen wir Bench mal ein. Zum Reinigen. Weil irgendwie muss das mal wieder sauber gemacht werden hier alles. Markus hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen von üppige Mahlzeit, Ursache verschmutzter Kochbereich. Carsten ist voll geheilt, sehr schön. Was macht Bench jetzt? Bench macht sauber, sehr gut. Na, ich meine, man könnte mit dem Kochbereich anfangen, aber man kann auch erst den Gang machen, wenn man möchte. Und dann eine Runde komisches mesopotamisches Schach spielen. Auch Nussi hat sich, na guck mal, jetzt fangen die hier schon an und mein Freund starb, ja, das ist, das kommt davon. Ein ganz schönes Hin und Her hier.
So, mal gucken, ob das jetzt reicht hier. Hier zwei Turrets, hier zwei Turrets. Hier die Fallen. Ah, und Bench kümmert sich endlich darum, eine Hygienezone sauber zu machen. Sehr schön. Und jetzt endlich auch den Kochbereich. Und man sieht, wie die Abscheulichkeit langsam sinkt hier. Okay, während Bench putzt, kotzt Markus auf dem Fußboden im Aufenthaltsraum. Ah, Nussi hat sich nur gesundheitlich auch erholt von dem Faustkampf mit Carsten. Was ist das hier eigentlich? Warum sieht das anders aus? Rauer Sandstein, glatter Sandstein. Aha, das ist der Unterschied. Sehr schön. Also bald sind alle Lagerhäuser wieder voll, aber ich habe ja hier oben schon. Bin ich ja schon dabei, ein neues zu bauen. Könnten wir hier unten auch noch eine Tür hinmachen. Und hier dann die Kühlelemente. So. Wird eigentlich noch geforscht oder? Achso, Ersatzorgane, okay. Nur für den Fall, dass. Siehst du, ist wieder alles schick sauber hier. Ist doch gut. Hier liegt schon wieder Müll.
So. Ja, aber auch dieser Tag ist relativ ruhig, trotz des angehobenen Schwierigkeitsgrads. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich müsste hier regelmäßig Überfall stattfinden jetzt. Ich meine, immerhin haben wir gerade alles wieder schön aufgebaut hier. Die ganzen Fallen sind wieder intakt. Und wir haben unsere Verteidigung sogar noch ein bisschen verbessern können hier. Wollten wir auch noch eins hinbauen da. Ah, siehst du, hier haben wir doch noch Gebiete, aber die wären außerhalb gewesen von dem Radius, glaube ich. Was ist das hier? Sumpfige Erde, ja. Sehr schön. Ja, vielleicht mal den Quatsch hier reintragen. Carsten ist auch gerade gut gelaunt. So. Sehr schön. Okay, das wird für mich immer seltsam bleiben. Meteorit, Schiefer, großer Meteorit, Meteorit ist in dem Gebiet eingeschlagen. Großes Schiefervorkommen, okay. Hier, okay. Kann man ja mal alles abbauen. Genauso wie das hier. Und ja, da würde ich fast auch sagen, ist halt nicht viel passiert heute, bis auf die Schlägerei zwischen Nussi und Carsten. Aber dann war es das wieder für heute. Und darum wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Gute und drückt die Glocke und macht ein Like und schreibt einen Kommentar. Bla. Und dann bis denn, ne? Ciao.